I would like to introduce to you Anita Herzlich willkommen. Godes, the University of Mannheim. Liebe Zuhörer, hier ist euer Übersetzerteam. Willkommen zu Kontrolle von Informationen und staatlicher Repression von Anita Godes. Well, thank you very much. Mein Name ist Anita Goldmann. Und ich würde gerne sagen, das ist mein erster CCC und glaube, das ist die beste Konferenz, auf der ich jemals war. I work at the University of Mannheim. Ich arbeite an der Universität Mannheim als eine Konfliktforscherin. Und als Konfliktforscherin bin ich interessiert an einem Verständnis von staatlicher Gewalt, wo sie Gewalt einsetzen und welche Arten von Gewalten sie benutzen. In den letzten 5 Jahren habe ich für die Human Rights Menschenrechtsdatenanalysegruppe gearbeitet. Und was wir tun, wir analysieren statistische große Datensets über Menschenrechtsverletzungen und möchten evidenzbasierte Argumente finden, die Täter letztendlich. Heute rede ich über Informationskontrolle und Staatunterdrückung. Die Möglichkeit, über soziale Medien sich zu vernetzen, wurde von Menschenrechts- und Staaten als etwas Tolles gefeiert, weil wir zum ersten Mal ein Werkzeug haben, mit dem sich normale Menschen vernetzen können und gegen Repressionen kommunizieren können. In diesem Raum seid ihr natürlich, ist euch allen bewusst, dass dieser Blick der digitalen Revolution nicht richtig ist. Und das ist aus einem Grund. Regierungen sind natürlich immer noch in Kontrolle der Netzwerkzugänglichkeit. Regierungen haben nicht nur zugeschaut und haben der Revolution und Aufstände zugeschaut. Sie haben gebaut, Netzwerke gebaut, die Netzwerke überwachen können. Wir wissen das und wir haben sehr viel darüber gelernt in den letzten Tagen und ich bin auch sehr beängstigt, darüber, was ich die letzten Tage gelernt habe. Was wir jedoch nicht wissen, ist, wie die Kontrolle des Internet Regierungsunterdrückung beeinflusst. Wie beeinflusst Internetzensur die Gewalt von Regierungen gegenüber ihren Bürgern? In den nächsten 20 Minuten möchte ich euch einen ganz kurzen theoretischen Überblick geben, diskutieren, was ich von Regierungsgewalt verstehe. Und dann möchte ich ein sehr wichtiges Thema reden, und zwar, wie finden wir heraus, wer umgebracht wurde, was nicht dokumentiert wurde. Am Ende möchte ich euch erklären, wie Internet, Repression und Gewalt übereinstimmt. Lass uns darüber nachdenken von der Perspektive von Regierungen. Das ist, was wir machen als Konfliktforscher. Regierungen benutzen Gewalt oder Repression zum Beispiel während Protesten. Es gibt zwei Arten von Bedrohungen, die Regierungen beobachten können. Auf der einen Seite versteckte Bedrohungen, Menschen, die sich organisieren, um die Regierung umzuwerfen, um eine Opposition zu bilden. Die Regierung weiß nicht genau, wer diese Bedrohung ist in diesem Fall und wo sie sich diese Bedrohung findet. In dieser Situation brauchen staatliche Institutionen Informationen. Sie müssen wissen, wo die Leute sind, was sie organisieren, um sie zu vernichten können, bevor sie größer werden. In dem anderen Fall ist die Bedrohung voll sichtbar. Die Regierung weiß, wer der Feind ist. Sie sehen tausende Menschen auf der Straße kämpfen für den Wandel. Und in dieser Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass die Regierung alle Maßnahmen ergreift, um diese Proteste zu unterdrücken. Wenn wir über diese Arten der Reaktion nachdenken, innerhalb des Staates, können wir darüber nachdenken, wie Regierungen unterschiedliche digitale Antworten benutzen. Auf der einen Seite könnten sie das Internet überwachen. Sie könnten die Informationen von Facebook-Profilen, von Twitter, von Plänen, Eventplanung, E-Mail austauschen, sammeln, um die gegen ihre Gegner einzusetzen. Das Problem ist, sobald man Menschen erlaubt, überhaupt diese Informationen zu generieren, gibt man ihnen eine Plattform, in der sie sich organisieren können. Die andere Alternative ist, das Internet zu zensieren und damit auch die Möglichkeit zu verhindern, sich zu organisieren.
online. Das sind natürlich zwei sehr abstrakte Konzepte. Viele Regierungen überwachen und zensieren zur selben Zeit. Aber das sind so abstrakte zwei Ideen, die Sie benutzen können. Was ich gerne argumentieren würde, ist, dass die Wahl der digitalen Antwort, also entweder Überwachung oder Zensur, hat einen Einfluss auf die wirklich physische Gewalt, die der Staat benutzt gegen seine Bürger. So the case of my research has been the ongoing conflict in Syria. Der Fall meiner Studien ist der Krieg in Syrien. Das ist einer der bisher am meisten digital stattfindenden Konflikte. Hier sehen wir den Instagram-Account des syrischen Präsidenten. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe hier jedenfalls keine Evidenz von Konflikt. Es sieht so aus, als würde er ein vereinigtes Land regieren. Seine Frau lacht, sie haben eine gute Zeit. Wir sehen hier keinen Tod und Zerstörung oder irgendwas, was in dem Land gerade passiert. Gleichzeitig wissen wir, dass die syrische Regierung unterschiedliche Formen der Überwachung gegen ihre eigene Bevölkerung benutzen. Sie zensieren das Internet und manipulieren Informationen. Diese Bilder sind also ziemlich trügerisch. Um herauszufinden, wie trügerisch oder wie falsch es eigentlich ist, haben meine Kollegen und ich einen Report veröffentlicht, der vom Human Rights Office oder vom Menschenrechtsbüro der UN veröffentlicht wurde, in dem wir uns die Anzahl der dokumentierten Todesfälle anschauen, die in den ersten Jahren des Konflikts stattgefunden haben. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass wir 200.000 Todesfälle identifizieren können. Also 200.000 Menschen, von denen wir wissen, dass sie gestorben sind. Das heißt, die Dunkelzahl wird wahrscheinlich noch viel höher sein, weil natürlich nicht jeder dokumentiert wurde. Wenn wir davon hören, wie Flüchtlingswellen nach Europa kommen, wissen wir, dass das natürlich aus einem Grund passiert, und zwar, weil Menschen dort in großen Massen sterben jeden Tag. Diese Menschen haben sind nicht alle auf dieselbe Art und Weise umgebracht worden. Einige Menschen wurden durch Explosionen umgebracht und andere wurden exekutiert, also umgebracht. Wie können wir also diese unterschiedlichen Formen der Unterdrückung von Seiten des Staates verstehen? Hier sehen wir einen Ausschnitt unserer Datenbank. Also das sind Zahlen, die wir von vier unterschiedlichen Menschenrechtsgruppen erhalten haben, über Zahlen von Menschen, die umgebracht wurden. Das beinhaltet auch den Ort, manchmal das Geschlecht und auf jeden Fall immer die Zeit. Den Namen haben wir hier anonymisiert. Und es war uns möglich, alle Daten miteinander abzugleichen, sodass wir die definitive Anzahl an Todesfällen oder an Opfern identifizieren können. Was man hier nicht sieht, sind zusätzliche Informationen, die uns erklären, unter welchen Umständen jemand gestorben ist. Okay, so if we think about different types of violence used by Arten von Gewalt, die von Regierungen angewendet werden, nachdenken, unterscheiden wir in Konfliktforschung grob zwischen zwei Formen der Gewalt. Auf der einen Seite nennen wir targeted, also gezielte Gewalt. Das ist Gewalt, die gegen Individuen oder bestimmte Gruppen genutzt werden. Also zum Beispiel, das sind Individuen, die umgebracht werden oder eliminiert werden, weil sie bestimmte Informationen haben, weil sie Teil einer Gruppe sind, einer Oppositionsgruppe, die Armee. Also das sind Menschen, die umgebracht werden, weil sie bestimmte Eigenschaften haben. Ein anderes Beispiel wäre eine Regierung, dass eine ethnische Minderheit ist und eine andere ethnische Minderheit avisiert. Also das ist eine Form der Gewalt. Eine zweite Form der Gewalt ist unspezifische Gewalt, also allgemeiner Terror, und hier wird einfach jeder attackiert. Und das sind also einfach zwei verschiedene Arten und Weisen, Arten von Gewalt, die eine Regierung benutzen kann. Und oft werden die an unterschiedlichen Zeiten in einem Konflikt benutzt. Die Armee Assads hat beide Formen der Gewalt benutzt in diesem Krieg.
Diese Zusatzinformationen, die wir von den Menschenrechtsgruppen erhalten, die können uns dabei helfen, die Umstände zu erklären, unter denen jemand umgebracht wurde. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von einem Individuum, dessen Tod in zwei unterschiedlichen Quellen dokumentiert wurde. Die erste Quelle erzählt uns, dass dieser Mensch unter Folter in einem Gefängnis umgebracht wurde. Diese Person wurde also festgenommen und dort gefoltert. Die zweite Quelle sagt uns, dass die Person erschossen wurde. Die Person ist also nicht aus den Folgen der Folter gestorben, sondern sie wurde erschossen. Und die dritte Quelle sagt uns, wo die Person festgenommen wurde und an welchem Tag sie festgenommen wurden. Wenn wir diese Informationen also zusammensetzen, können wir verstehen, welche Art der Unterdrückung die Regierung gegen die Bevölkerung benutzt. Ein weiteres Beispiel für gezielte Gewalt des Staates, also das sind Menschen, hier sind einige Stichwörter, also festgenommen, Folter, Exekution oder die als Verräter. Beispiele für Wörter für ungerichtete Gewalt, das ist Explosionen, Bomben, Kinder. Wenn ich mir die Zeit anschaue zwischen Mitte 2000 bis jetzt, das sind über 2000 Menschen, die umgebracht wurden. Um diese Todesfälle in die zwei Kategorien einzuteilen, habe ich eine Stichprobe aus dem Jahre. And then I use supervised machine learning to help. Dann nehme ich Machine Learning, also so automatisches Maschinenlernen, um die Daten in diese beiden Kategorien einzuteilen. Okay. So the next big problem we have. Das nächste große Problem, das wir haben, ist die Dunkelziffer. Wir haben sehr genaue, detaillierte Informationen über Personen, die dokumentiert sind, aber in jedem Konflikt gibt es Personen, die nicht auf dem Radar erscheinen, die nicht dokumentiert sind, egal wie gut die Informationslage ist. Abhängig von Ort und Zeit, wo jemand getötet ist, hängt es ab, ob er überhaupt dokumentiert ist. Und natürlich unterscheiden sich hier auch die Quellen. Das ist ein Problem, wenn wir Muster versuchen zu verstehen, denn diese Muster beschreiben natürlich auch die Gewalt. Was wir machen können, ist die Dunkelziffer zu schätzen, indem wir verschiedene Modelle anwenden. Im letzten Jahr habt ihr vielleicht einen Talk gesehen, von Patrick Ball gesehen, der diese Methode wesentlich ausführlicher beschrieben hat, anhand von Guatemala beschrieben hat. Deswegen werde ich euch jetzt hier nicht mehr Details geben. Diese Methode kann uns helfen, die Dunkelziffer näher zu beschreiben. Es ist wichtig, die Dunkelziffer zwecks Analyse zu beziffern. Allerdings ist es auch wichtig, um jedem Opfer gerecht zu werden. Dazu brauchen wir halt diese Dunkelziffer. Okay. So to give you an idea, um euch eine grobe Idee, wie wichtig sich die Dunkelziffer anzugucken, habe ich hier eine Karte von Syrien gezeigt. Sie zeigt 12 Monate in Syrien und in den dunklen Teilen der Karte können wir nur wenige Informationen zur Dunkelziffer geben. So gibt es nur wenige dokumentierte Fälle und in den helleren Flächen haben wir mehr Informationen. So können wir also verschiedene Gouvernements über verschiedene Zeiträume genauer beschreiben. About what's happening on the ground. So kann man also zu verschiedenen Daten und Zeiten unterschiedliche Zahlen geben. Jemand, der zum Beispiel der festgesetzt wurde und dann umgebracht wird, wird vermutlich eher dokumentiert als jemand, der einfach nur bei einer Explosion umkommt. Und nur wenn wir eine halbwegs genaue Dunkelziffer haben, können wir mit unserer Analyse fortschreiten. Jetzt gucken wir uns kurz die verschiedenen Strategien von Gewalt an, die durch das syrische Militär angewendet wurde, durch die syrische Regierung. Es gibt einen syrischen digitalen
Überwachungsmonitor, der aufzeigt, in welchen Distrikten Syriens Internetzugang überhaupt möglich ist. Zum Teil ist es komplett zugänglich, manchmal ist es nur zeitweise zugänglich und manchmal gibt es auch überhaupt gar keinen Zugang zum Internet. Das sind die Informationen, die diese Organisation freundlicherweise mit mir geteilt hat. Hier könnt ihr sehen, wie es sich über einen Zeitverlauf entwickelt, jeweils bezogen auf verschiedene Regionalbezirke in Syrien. Also es ist nicht so, dass einfach eine Bombe fällt und dann auf einmal der Internetanschluss gekappt ist, sondern da gibt es also größere Zusammenhänge, die über on oder offline entscheiden. Wir versuchen, die Variation in diesem Muster zu erkennen. Und wir gucken, ob es da eine Korrelation gibt zwischen dem Zugang zum Internet und anderen Mustern von Gewalt, die vom syrischen, von der syrischen Regierung ausgeht. Zu dem Zeitpunkt, wo Internetzugang voll gewährt wird, gibt es die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesen beiden Mustern. It decreases to about 8% where there's no internet accessibility. Also von vollem Internetzugang kommt es bis zu einem Zustand, wo nur 8% Internetzugang gibt. Ja, wo es kompletten Internetzugang gibt, wird eine von vier Personen getargetet, also gezielt getötet. Ich mache hier keine moralische Einschätzung über die unterschiedlichen Tötungsarten. Allerdings gibt es Unterschiede der Gewaltanwendung durch die Regierung betreffend von Gouvernements, die Internet-Access haben im Vergleich zu denen, die kein Internet haben. Das gilt natürlich auch andersrum. Da, wo es kaum Internetzugang gibt, wird wesentlich wahlloser getötet. So in conclusion, I'm not making a fully causal argument here where I'm saying that ich argumentiere also hier nicht, dass die unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten oder Zugangsbeschränkungen des Internets direkt dafür verantwortlich sind, wie die gewalttätige Antwort des Militärs ist, sondern ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass es verschiedene Level, verschiedene Arten von Repressionen durch die Regierung sind. Was wir hier genau sehen, ist, dass es räumlich sowie auch zeitlich begrenzte Formen von Gewalt sind. Wir können eine große Variation beobachten. Und es betrifft nicht nur die Skalierung, sondern vor allem den Zeitraum, über den das ganze Problem uns hier erscheint. Ich werde auch über andere Details noch nach dem Talk sprechen. Wenn ihr da einige Fragen habt, könnt ihr gerne einfach auf mich zukommen. Vielen Dank. Yeah, thank you very much for this very interesting talk. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Wir haben jetzt noch jede Menge Zeit für Fragen und Antworten. Bitte stellt euch einfach kurz dazu auf, zunächst zu den Fragen aus dem IRC. Right now, not really. Gerade gibt es keine Fragen. Okay, I have actually two questions. Zwei Fragen. Eine Frage bezieht sich auf die gezielte und ungezielte Tötung. Sie nennen Kinder als ein mögliches Ziel. How do you see in this perspective the recent Pakistani school shootings? Was halten Sie von den kürzlichen Schüssen in einer pakistanischen Schule? Ich würde sagen, das war gezielt, zwar nicht von der Regierung, aber von der Taliban, und die Opfer oder die Betroffenen sind Kinder. Der Indikator scheint nicht valide zu sein in allen Fällen. Stimmen Sie mir zu? Hast du noch eine weitere Frage? Also ich stimme dir vollkommen zu. Die Methode der Erkenntnis, die ich benutzt habe, die muss man natürlich auf spezifische Situationen anfassen. Im Kontext von Syrien
gibt es etwas, was wir häufig sehen, dass die Quellen uns zeigen, dass es einfach fünfjährige Kinder gab, die zusammen mit ihren Eltern durch Bomben getötet wurden. Wir sehen allerdings nicht sehr viele Fälle, in denen es vorher Folter gab. Das hängt natürlich immer wirklich immer von der Art des Konflikts an, den wir uns angucken. Ja, wir müssen das also unterschiedlich bewerten. Und meine zweite Frage ist, denken Sie oder haben Sie Beweise dafür, dass eine größere Anzahl an gezielten Tötungen in Zeiten von vollem Internetzugang eine direkte Korrelation gibt? Hat es damit zu tun, dass in Zeiten von vollem Internetzugang die Regierung mehr Informationen für gezielte Tötungen hat? Das wäre meine Hypothese. Das ist nicht etwas, was ich direkt beweisen kann. Ich weiß nicht genau, welche Informationen das die Regierung benutzt bei ihren Überwachungstechniken, aber ich würde argumentieren, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie dadurch Personen direkter attackieren können. Zwei Beobachtungen, mehr Kommentare als eine Frage. Zum Ersten, Ihr Konzept von Regierung im Gegensatz zu Zivilgesellschaft ist relativ simplistisch. Syrien ist ein großes, armes Land. Sie können es von unterschiedlichen Zugängen betreten. Sie haben unterschiedliche religiöse Gruppen. Es gibt eine Fragmentierung, die in Ihrer Forschung nicht richtig dargestellt würde. Und gleichzeitig verändert sich die Situation täglich. Wenn Sie einen Kriegsgebiet haben, in dem Sie keine Elektrizität haben, haben Sie natürlich auch kein Internet. Also ein Mangel an Internetzugang kann auch einfach an einem Mangel an Elektrizität liegen. Also zwei Punkte. Also die Regierung gegen das Volk ist auch eine Form von Gewalt und Sie messen vielleicht das Falsche. Stimmen wir auch dazu. Ich nehme ein sehr simplifiziertes, hochtheoretisches Modell und in dieser besonderen Untersuchung habe ich mir nur die Regierung angeguckt und Syrien ist natürlich eine wesentlich kompliziertere Lage, aber wenn wir nur uns die Seite der Regierung angucken, gegen die Opposition angucken, können wir immer noch annehmen, dass die Leute, die im Auftrag der Regierung oder die Regierung wollen den Status quo beibehalten. Und Bezug, dass ich eventuell den falschen Sachgegenstand hier messe, sage ich nein. Und es ist also nicht so, dass es einfach dass es nur durch ein einzelnes Bombing, durch ein einzelnes Bombardement das komplette Internet in einem Bereich offline geht. Das ist nur eine Möglichkeit, die ich darauf antworten kann. Vielen Dank. Die vierte Frage, bitte. Hallo, also vielen Dank für Ihre, dass Sie diese Zahlen liefern. Das hilft unglaublich, auch auf der politischen Ebene zu argumentieren. Zwei Fragen. Erstens, ich glaube, Sie zeigen eine sehr interessante Korrelation. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Ursache ein bisschen schwieriger zu erklären ist. Könnten Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? Und die zweite Frage, haben Sie eine zeitliche Analyse gemacht von diesen Mustern? Also das Internet verschwindet, etwas passiert, das Internet geht wieder an? Ja. Richtig, wie ich zuletzt gesagt habe. Ich benutze nicht den Begriff kausale Kette im wissenschaftlichen Sinne. Was ich sage, das sind einfach zwei Phänomene sind, die vermutlich von der gleichen Kampagne von Seiten der Regierung ausgehen. Das Erste, was ich zeigen wollte, variieren diese Korrelationen überhaupt? Wann setzen die Regierungen welches Mittel ein? Ich habe dazu ein bisschen was im theoretischen Part gesehen. Es ist eher wahrscheinlich, dass Regierungen to using targeted violence in areas where they haven't fully given up hope of control, right?
dass sie eher Gewalt einsetzen in Gebieten, die sie nicht mehr kontrollieren, als in Gegenden, die sie noch kontrollieren. Also da gibt es noch ein bisschen Hoffen. Wenn man also da das Internet noch offen lässt, ist die Bereitstellung von Internet eine Möglichkeit, eine Infrastruktur zu bereitzustellen, aber zugleich natürlich auch die Basis zur Überwachung zu schaffen. Und gleichzeitig ist aber auch das Entziehen von Internetzugang eine Form der Bestrafung, weil die Personen am Boden verdächtigt werden, mit Oppositionsgruppen zusammenzuarbeiten. In Form von zeitlicher Analyse. Ich habe ein anderes Paper dazu geschrieben. Und da sehen wir im Grunde genommen, dass während Komplettausfällen, wie es sie schon mal gab, dass nach diesen Komplettausfällen die Gewalt stark angestiegen ist. Also ich gehe davon aus, ich glaube, dass es also da wirklich einen strategischen Zusammenhang gibt. Ich würde mir wünschen, mit jemandem von der syrischen Regierung zu sprechen, aber ich habe bisher mit niemandem von Ihnen gesprochen. Frage aus dem Internet. Gibt es Pläne in Bezug auf die politische Entwicklung der Ukraine? I haven't worked on the Ukrainian case. I'm aware of other researchers working on the Ukrainian case, but I think that's also going to be a very interesting. Ich habe mich schon mit der ukrainischen Krise beschäftigt, allerdings noch nicht genug, um das hier was zu sagen können. Aber es ist ein sehr interessantes Beispiel, wie die Regierung das Internet als strategisches Mittel benutzen können. Und man kann natürlich sagen, dass Internetzugang wirklich eine Art von Informationskontrolle ist. Und es wäre sehr interessant, wenn man sich die ukrainische Seite nochmal genauer angucken würde. Vielen Dank für den Vortrag. Kann es sein, dass in Gegenden mit wenig oder keinem Internetzugang es einfach weniger Informationen diese Orte verlassen, die also Tode auch als gezielte Tötung überhaupt identifizierbar machen würden? Könnte das vielleicht die Korrelation sein? Also eine Korrelation zwischen Internetzugang und weniger Informationen, die überhaupt gezielte Tötung identifizieren könnten? Nee, das sehen wir also nicht. Das ist ein sehr guter Punkt. Allerdings sehen wir, dass es da, wo es nur keine Information gibt und wo es kein Internetzugang ist, dass es dort weniger Informationen zu den Art von Tötungen gibt. Wir wissen dann nur, dass sie getötet sind. Allerdings haben wir dann keine detaillierte Informationen. Die Qualität der Informationen nimmt also an. Die Qualität bleibt gleich, allerdings nimmt die Quantität ab. Entschuldigung. Noch eine Frage aus dem Internet. There was a question about the source categories. Es gibt eine Frage über die Kategorien der Quellen, ob Sie vielleicht explizit einige dieser Kategorien der Quellen nennen können. Ja, also die Quellen, die wir benutzt haben, sind Menschenrechtsgruppen in Syrien. Wenn ihr euch einmal den Bericht anguckt, den wir geschrieben haben. Und in die Gruppen werden also mit Namen in dem Bericht genannt, die aktiv Arbeit vor Ort betreiben. Wenn ich über schwarze Löcher in den Bericht spreche, meine ich nur, dass es halt Lücken im Text gibt, die einfach nicht abgedeckt werden können, obwohl die Leute vor Ort tolle Arbeit leisten. Noch eine Frage vom Mikro 2. Hallo, meine Frage ist über die Mythologie. Wie bestimmen Sie, ob es Internetzugang gibt? Eine Frage, die Sie vielleicht schon halb beantwortet haben, das Verhältnis zwischen gezielten und ungezielten Tötungen im Verhältnis zum Internetzugang ist ein Verhältnis. Haben Sie sich auch die absoluten Zahlen angeschaut, wie die sich ändern mit wenig Internetzugang oder überhaupt keinem Internetzugang? Ja. Was die Methodologie angeht, das ist etwas, was ich selber, die Daten sind etwas, was ich selber gesammelt habe. Aber es gab natürlich auch Leute, die geholfen haben, diese Informationen vor Ort zu sammeln. Sie hatten Menschen vor Ort, die monatliche Bereiche abgedeckt haben, die auch aufgeschrieben haben, ob
Internet oder auch Telefondienste verfügbar waren oder nicht. Ich wäre sehr interessiert, wie man das eventuell anders messen kann. Also wenn jemand hier eine Idee hat, wenn man das vielleicht auf eine andere Art und Weise überprüfen kann, wäre ich sehr interessiert, von euch zu hören. Ich habe mir noch nicht die Quantität angeguckt von also wir sehen einen großen Unterschied an Tagen, wo das Internet angeschaltet ist. Da gibt es wesentlich mehr Gewalt als an Tagen, an denen das Internet ausgeschaltet ist. Vielen Dank für die Fragen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie auch einfach nach dem Vortrag zu Anita gehen und ihr sie direkt fragen.